Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Er sagt, man jaa bil hasana, falahu khayrun minha. Wer mit einer Hasana kommt, nicht wer eine Hasana verrichtet hat. Das heißt, wir müssen nicht nur eine Hasana, gute Taten verrichten, wir müssen diese gute Tat auch mitbringen können. Man jaa bil hasana. Das bedeutet, wir müssen diese gute Tat verrichten und diese auch behalten und schützen, damit wir sie am Tag des jüngsten Gerichts mitbringen können. Und nicht die gute Tat verrichten und dann beispielsweise durch andere Sünden diese gute Tat nichtig machen. Weil wir haben in verschiedenen Überlieferungen, die betonen, dass gute Taten verschwinden können, nichtig werden können. Zum Beispiel Zorn. Über Zorn heißt es, dass Zorn den Glauben so verdirbt, wie Essig Honig verdirbt. Wenn man einen schmackhaften Honig hat aus den Bergen, aus den Schweizer Bergen, von mir aus auch aus Bern, und dann packst du ein bisschen Essig rein, der Honig ist weg. So ist der Glaube. Der Glaube, wenn man seinen Zorn auslebt und sich nicht mehr kontrolliert, ist jetzt die gute Tat weg. Ria, Angeberei, wenn man mit den guten Taten angeben möchte, prahlen möchte, dann ist die gute Tat weg. Oder man hilft einer Person und hält dann die gute Tat ihm irgendwann vor. Das heißt, ich helfe einem Bruder, ich helfe einer Schwester und dann irgendwann, wenn er mir nicht diesen Gefallen erwidert, sage ich, oder mich kritisiert, dann sage ich zu ihm oder zu ihr, wie kann sie das machen? Ich habe dir doch geholfen. Wie kannst du sowas zu mir sagen? Ich habe dir doch geholfen. Ich habe dir doch Geld ausgeliehen. Ich habe dir doch jenes gemacht. Dieses Vorhalten eines Gefallens, einer guten Tat, macht den Lohn für diese gute Tat nicht dick. Dann hat man die gute Tat vielleicht verrichtet, aber man bringt sie nicht mehr mit. Man kommt mit leeren Händen am Tag des jüngsten Gerichts. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o ihr die Gläubigen, die Taqwa habt, die gute Taten verrichtet, achtet darauf. Eine Seele soll schauen, die Tanzur, schauen, darauf achten, beobachten, damit die guten Taten da bleiben.